Videocheck. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin's, der Paul vom Videocheck und heute geht es um das verrückte Labyrinth. Das verrückte Labyrinth gibt es schon seit über 20 Jahren, der absolute Wahnsinn und immer noch absolut der Kracher. Ist geeignet für Kinder von 7 bis 99 Jahren. 2 bis 4 Spieler werden benötigt und ein Durchgang dauert 20 bis 30 Minuten. Wer es drauf hat, kann natürlich auch in 15 Minuten schon durch sein. Davon gibt es auch das verrückte Labyrinth Junior, davon halte ich gar nichts. Das ist ein total langweiliges Spiel. Und Kinder können besser mit diesem hier schon üben und spielen, als mit dem Junior. Das ist rausgeworfenes Geld. Da hat das Kind maximal ein Jahr was davon und dann liegt das nur in der Ecke. Wobei dieses Spiel hier länger gespielt wird. Machen wir das Ganze mal auf. Es gibt das verrückte Labyrinth natürlich auch in verschiedenen Ausführungen. Es gibt die Ausführung, wo es nachts leuchtet. Dann gibt es verschiedene Themen. Ich weiß gar nicht, was alles. Simpsons oder keine Ahnung was. Aber am liebsten sind mir immer die Originalspiele. Und das ist auch ganz wichtig. Und wir haben hier zuerst das Spielbrett, das drin ist. Und wir haben natürlich auch die Figuren. 4 Stück an der Zahl. Und natürlich auch die Spielkarten. Die Spielkarten werden zuerst verkehrt herum quasi alle hingelegt und dann gemischt. Und dann nacheinander in das Spielfeld reingelegt. Wir sparen uns das jetzt mal, die alle zu mischen, denn letztendlich kommen die sowieso so raus, wie sie gerade zufällig drinnen liegen, muss man sagen. Ihr werdet euch wundern, eine Karte ist übrig. Was ist denn damit los, fragt ihr wahrscheinlich. Das ist die Schiebekarte. Wofür wir die brauchen, erkläre ich gleich. So, ich bin jetzt mal zum Beispiel hier gelb und mein Gegenspieler ist rot. So, jetzt haben wir die Auftragskarten. Die Auftragskarten werden gleichmäßig an jede Person verteilt. Jeder Spieler hat seinen Kartenstapel und wir fangen jetzt so an, dass wir quasi erstmal die erste Karte aufdecken. Die gucken wir im Geheimen für uns an. Und dann gucken wir, aha, das Gespenst. Wo ist das Gespenst? Das Gespenst ist dort. Ich muss einen Weg finden, von meinem Startpunkt zu dem Gespenst zu kommen. Könnte etwas schwierig werden, aber wir kriegen das wohl hin. Wichtige ist, man muss erst schieben und darf dann gehen. Man kann natürlich in diesem Spiel nicht alles hin und her schieben. Es gibt hier diese festen Karten. Die festen Karten ermöglichen quasi es nicht, den Stapel einfach zu verschieben. Man kann nur da legen, wo auch diese Pfeile sind. Da, da, überall, wo die Pfeile sind. Und zwar, wir sind hier und wir müssen jetzt zu dem Gespenst hin. Das darf der andere natürlich gar nicht wissen. Und hier haben wir eine Karte, die nicht passt. Aber der Vorteil ist, dass hier neben eine gerade Karte ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier verschieben, wir müssen ihn verschieben, zack, dann haben wir hier von unserer Spielfigur den Gang bis zum Gespenst frei. Zack, zack, zack. So, das heißt natürlich, Auftrag erledigt, hundertprozentig, und der nächste Spieler ist dran. Und so verläuft das ganze Spiel. Und Gewinner des Spiels ist natürlich der, der keine Karten mehr hat, und Verlierer ist der, der zuletzt noch irgendwelche Karten hat. Das Spiel macht super viel Spaß. Wer daran interessiert ist, einen Link packe ich euch unten in die Titelbeschreibung rein. Auch zu den anderen Spezialeditionen könnte man sagen, zu dem Junior. Aber wie gesagt, das Junior kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Das ist totale Grütze. Das ist der letzte Schrott. Mein Kumpel hatte das als Kind und wir haben das gespielt und das war total blöd. Und da haben wir lieber unser verrücktes Labyrinth für Erwachsene gespielt. Also da lohnt sich die Investition auf jeden Fall nicht. Das mit dem Nachtmodus hier quasi mit der fluoreszierenden Farbe wäre auf jeden Fall sehr interessant. Allerdings für Lieblinge, für Freunde des Originals ist natürlich das hier das verrückte Labyrinth was. Ne? Also wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Videocheck. Bis dann, euer Paul. Das verrückte Labyrinth. Wer schiebt, der hat's, Geister und Schatz. Von Ravensburger.